Mach das, was dir Spaß macht. Verschieb's nicht. Ja, hallo, ich bin die Pia, bin 42 und ich bin Journalistin im Gesundheitsbereich. Ich bin insofern betroffen, dass beide meine Eltern an Krebs verstorben sind. Mein Vater hat Lungenkrebs gehabt. Extrem kleinzelliges, wahnsinnig aggressives Karzinom und im Endeffekt ist es innerhalb von 2 Monaten vorbei gewesen. 4 Monate vorher war er im Krankenhaus, weil er Atemnot hatte, da hat man nichts gefunden. Und dann ist man draufgekommen, weil er so schlechte Leberwerte gehabt hat und weil da hat er schon Metastasen gehabt in der Leber. Und damals, nach damaligem Stand, war es auch so, dass ich gesagt habe, mit dem Karzinom hast du eigentlich keine Überlebenschance. Und es war definitiv so, dass er 2 Monate später tot war. Und meine Mutter, die hat im März 2010 Eierstockkrebs gehabt. Wurde alles rausgenommen, dann hat sie Chemo gehabt, bei der sie schon gesagt hat, sowas macht sie nie wieder. Dann ist sie 3/4 Jahr relativ gut gegangen und dann war Karzinom Stufe 3 und dann hat sie im Juni 2011 bei der Untersuchung wurden Metastasen im Bauchraum festgestellt, das ganze Bauchfell. Und sie hat dann für sich entschieden, sie belässt es dabei, sie macht nichts und ist im Jänner 2012 gestorben. Was ich das Allerwichtigste finde und das habe ich gemacht, ist einfach Zeit verbringen. Das sage ich immer, wenn mich jemand fragt oder man trifft ja immer wieder Leute, die in einer Situation sind, die in irgendeiner Form so ist, Zeit verbringen. Wirklich da sein, da geht es gar nicht um irgendwas Großes, sondern einfach nur bewusst da sein und miteinander reden. Weil das kann einem nie wieder wer nehmen und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es kommt nicht so oft vor, dass man in doch noch relativ jungen Jahren, ich war 28 bzw. knapp 35, beide Eltern verliert, beide an Krebs, beide noch relativ jung sind. Also ich meine, beide noch nicht 60. Gleichzeitig, was ich auch glaube, dass durchaus besonders ist, ist, dass bei uns wirklich bei beiden meinen Eltern so offen darüber geredet worden ist. Was mir andere Leute erzählt haben, ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Aber bei uns ist wirklich immer über alles geredet worden, es gab kein Tabu. Und ich glaube, das ist schon was Spezielles. Also ich kann gar nicht sagen, dass mich das verändert hat. Ich kann eher sagen, es hat mich in dem bestärkt, was ich eh vorher eigentlich schon gespürt und empfunden habe. Und zwar, und was ich eigentlich immer gelebt, was auch in meiner Familie immer gelebt worden ist. Also bei uns war es immer wichtig, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man nicht irgendwelchen Dingen nachrennt. Ich habe nichts davon, wenn ich 60 Stunden in der Woche arbeite und meine Freunde nicht mehr treffe. Ich hab nichts davon, wenn ich viel Geld auf der Kante habe, auf der hohen. Oder wenn ich mir eine lässige Wohnung habe oder 5 Designer-Handtaschen habe. Klar, wem geht das nicht so? Es wäre immer schön, ein bisschen mehr zu haben. Aber mehr zu haben im Austausch für Freiheit, das bringt es nicht. Wie unser Vater krank war, war mein jüngster Bruder in London. Der hat dort gearbeitet, mehrere Monate. Und man wollte ihm das nicht am Telefon sagen. Und ich bin Anfang Mai, das war schon lange geplant, nach London auf Urlaub geflogen, um eine Freundin zu besuchen und habe meinen Bruder getroffen. Und ich habe ihm sagen müssen, dass unser Vater krank ist. Und das war nicht leicht. Also das war wirklich eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung, was wirklich schon sehr an die Substanz gegangen ist, war dann schon auch, wie meine Mutter krank war, dieses jedes Wochenende nach Oberösterreich fahren. Und immer, es war nicht so sehr dort ein Problem, weil ich wollte ja dorthin fahren und ich wollte da sein. Ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe und dass das da war. Aber das ist einfach wirklich an die Substanz gegangen. Mach das, was dir Spaß macht. Verschieb's nicht.
Und wenn man es nicht kann, dann sollte man sich irgendwie überlegen, warum kann ich es nicht tun. Aber sich damit auseinandersetzen und das nutzen und das Leben einfach nutzen. Wenn es mir nicht so gut geht, ist Yoga echt so ein Anker. Das ist einerseits Sport und Körperfeeling und Figurmanagement und alles Mögliche, aber es ist für mich ist beim Yoga so wahnsinnig viel mehr dabei. Und das ist wirklich so 75 oder 90 Minuten, je nachdem. Da ist alles andere wurscht. Da ist nur diese 1,80 Meter lange Yogamatten und ich und was ich da drauf mache. Und das ist was, egal wie es mir geht, das holt mich immer runter. Was ich tue, was auch für mich ganz wichtig ist, wenn es mir schlecht geht, ich rede drüber. Ich habe Gott sei Dank auch ein sehr aktives Netzwerk an Freunden, auch sehr enge Freunde, die auch sehr offen sind. Und da gibt es einfach einige, die können mit mir umgehen und da kann ich ungebremst alles auslassen. Und ich nehme das wahr. Ich nehme mir die Freiheit heraus zu sagen oder darüber zu sprechen, wie es mir geht. Auch ungefragt. Ich glaube, dass der Zugang zum Leben, den ich habe, dieses Hier und Jetzt da sein und präsent sein und nicht nur im Moment leben, das nicht, sondern eher wertzuschätzen, was man hat, was ich habe, was für Möglichkeiten ich habe, was ich tun kann, was für Freunde ich habe. Die Wertschätzung dafür, die an sich eh immer schon da war, die ist einfach nur viel größer.